Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe hier die Degusta-Box, die ist total schwer. Ich bin gespannt, was da drin ist. Ich sehe schon was sehr Gutes auf jeden Fall. Bin gespannt. Da haben wir das Heftchen, die Mai-Box. Und zwar ist das Thema Dein Moment im Freien. Okay, bin ich gespannt. Ich sehe auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Erstes Produkt, das kenne ich, ist nämlich hier die Moon Milk Good Mood natürlicher Schlummertrunk. Gewürzmischung mit Haferflocken, Erdmandel und Lukuma für die Zubereitung eines ayurvedischen Getränks. 6,99 Euro kostet das. Mit Kurkuma und fruchtiger Lukuma. Okay. Von Herbaria. Nächstes Produkt. Von Brand. Lower Carb. Sowas ist hier auf jeden Fall immer sehr beliebt. Gerne mal zu Suppen oder einfach mal so zum Knabbern zwischendurch. 85% Saatenanteil, Saaten Crisp. 2,49 Euro heißt das. Sehr cool. Auch gut. Dann, was ist das denn? Pralinen. Wodka. Doch, Wodka. Dachte gerade, ich hätte mich verlesen. Edle Tropfen von Trumpf. Wodka Lounge, Cocktail-Spezialitäten für Genießer, Cosmopolitan, Wodka Lemon, Moskau Mule, Wodka Gin. Ich bin wirklich gespannt darauf. Ist ja schon mal cool, was anderes. Sehr, sehr cool wäre gewesen die Gin-Edition, weil mein Mann liebt ja Gin. Und es gibt noch eine Rum-Variante. Ich bin aber damit auch zufrieden. Wodka finde ich jetzt auch nicht schlecht. Genau, ich persönlich mag jetzt zum Beispiel keinen Gin. Von daher, für mich passt's. Kostet 2,29 Euro und ist auf jeden Fall mal was anderes. Dann, oh cool, oh, da freue ich mich auch drüber. Berentzen Passion Fruit Cream. So sieht das aus. Da ist jetzt so eine kleine Probiergröße drin, aber es sieht schon super lecker aus. Da sind jetzt 2 cl drin zum Probieren und eine große Flasche mit 0,7 Litern kostet 8,99 Euro. Der fruchtige Geschmack von Passionsfrucht steht da eigentlich. Und sahniger Creme macht den Sommer zum exotischen Erlebnis. Cremig schütteln und pur eiskalt auf Eis oder im Mix genießen. Ja, finde ich gut. Werde ich auf jeden Fall demnächst mal gönnen. Dann auch sehr, sehr gut. Eistee von Pfanna und zwar in der Pfirsich-Variante. Sehr cool. 0,75 Liter sind da drin. Ist wieder verschließbar, finde ich halt auch gut. Wie gesagt, für unterwegs. Motto ist ja im Freien. Da kann man das auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich finde das gut. Ja. Auch cool. 99 Cent kostet das. Dann ist noch was drin. Oha. Oh, weiß ich schon, wer sich freut. Capri Sonne. Capri Sun, Sirup und Vitamine, Berry Mix. Also das ist aber ein Sirup. Da steht es 3,99 Euro. Der Capri Sun Berry Mix Sirup ist bäriger Spaß in der Flasche. Rote Beeren und Vitamine vereinen sich zu einem köstlichen Genuss. Dieser Sirup wird mit stillem oder sprudeligem Wasser gemischt. So entsteht ein individuelles Erfrischungsgetränk. Gut, finde ich cool. Dann kann man das entscheiden, wie süß das sein soll. Da ist zwar eine Angabe mit drauf, aber ja, ich mache das so Pi mal Daumen. Und finde ich eine gute Sache. Auf jeden Fall können wir es sehr gut gebrauchen und da wird sich die Große auch freuen, weil ich mache da immer so einen Spritzer in die Trinkflasche für die Schule und gieße das dann auf, weil normalerweise gibt es sowas nicht. Aber ab und zu mal wirklich einen Spritzersaft mit rein, dass es ein bisschen nach was schmeckt, weil sonst trinkt sie halt nicht genug und
Mir ist das wichtiger, dass sie viel trinkt, also dass sie genug trinkt. Wie jetzt die Regel, dass nur Wasser oder Tee mitgenommen werden darf. Weil das bringt mir im Endeffekt da nichts, wenn mein Kind mit der vollen Trinkflasche wieder mit nach Hause kommt. Weil es eben, ja, nicht genug getrunken hat. Und so weiß ich, es wird getrunken, aber ich bin auch kein Fan davon, nur Süßkram zu geben. Ich mache auch oft Tee, das trinkt sie dann auch. Aber wenn so ein Spritzer noch Geschmack mit dabei ist, dann geht es einfach besser runter. Genau, kennt man. Dann, oha, viel, da ist viel drin. 2 Riegel pro Box und zwar von Clif Crunchy Peanut Butter. Die sind super gut, super praktisch für unterwegs, sind oft in den Boxen, kann ich aber immer sehr, sehr gut gebrauchen, sind auch wirklich beliebt hier und für den kleinen Hunger zwischendurch passen gut in die Handtasche, finde ich toll, finde ich gut, dass das auch immer wieder drin ist. 1,39 Euro. Dann, was ist das denn? Aquafaba, veganer Eiersatz. Oha, okay. Das kenne ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich noch nie verwendet, sowas. Vego, Aquafaba. Ich finde das cool. Ideal für süße und herzhafte Rezepte. Warum nicht? 2,99 Euro. Wie viel Eier ersetzt das denn? Aha, ein Ei ist gleich 50 Milliliter Aquafaba. Und wie viele Milliliter sind das? 500. Okay, könnt ihr ein paar Eier mit ersetzen. Vegane Alternative zum Ei. Ist aus gekochten Kichererbsen und lässt sich wie Eiklar aufschlagen. Ist allergenfrei, glutenfrei, fettfrei, cholesterinfrei und 100% natürlich. Ja, ist mal was anderes. Interessant. Dann, sehr gut. Ja, Schöfferhofer Weizenmix Grapefruit, alkoholfrei. Wir haben da gerade die nicht alkoholfreie Variante da, hat mein Mann letztens mitgebracht. Ja, Leute, was das wieder war. Ich bin ja Gott sei Dank sehr tolerant. Wir hatten Hochzeitstag und da kam er mit einem Sixpack davon an. Und dann sagte er mir, ja, ich wollte dir zuerst Blumen kaufen, aber dann dachte ich, ich kaufe uns lieber Bier. Okay. Was? Ich habe dann gesagt, ja, okay, über Blumen hätte ich mich auch gefreut, aber es ist auch okay. Gut, okay. Na dann. Ja, alkoholfrei ist auch gut, ist okay. Ja, freue ich mich drüber, weil das schmeckt sehr, sehr gut, egal ob mit oder ohne Alkohol. Ich merke da tatsächlich auch eigentlich keinen Unterschied. Und ein Sixpack kostet 4,89 Euro. Na, das ist ja natürlich auch viel günstiger gewesen als ein dicker Blumenstrauß, muss ich jetzt auch ganz ehrlich mal sagen, ne? Dann nächstes, Just Spices, Kräutersalz mediterran, finde ich sehr, sehr schön, 4,99 Euro, kann man das mal gucken, was da drin ist, Meersalz, Rosmarin, Basilikum, Petersilie, Kerbel, Salbei, Bärlauch und Schnittlauchröhrchen sowie Liebstöckelblätter, kann ich gut gebrauchen, kann man damit auch Kräuterbutter machen? Ah, ist noch zu. Ich lasse es jetzt mal noch zu. Wenn ihr das wisst, weil ich mache ja auch super gerne Kräuterbutter. Lecker. Finde ich gut. Gefällt mir. Und ist auch teuer. 4,99 Euro. Nächstes Produkt ist Produkt des Monats. Ja, jetzt meine Kontaktlinse von lauter Lachen und Tränen bekommen. Ja, Produkt des Monats, sehr, sehr, sehr gut verpackt. Ich hab's endlich. Miracle Whip, vegan. Freue ich mich. Sehr, sehr, sehr cool. Wollte ich schon öfter mal ausprobieren. Aber ich freue mich darüber, wirklich. Sehr cool, Produkt des Monats. Rein pflanzliche Salatcreme. Ich bin gespannt drauf.
Freue ich mich. Sehr, 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 sehr cool. Ist aber kein Preis dabei. Schade. Hätte mich interessiert. Und noch ein Produkt, worüber ich mich sehr freue, was ich super gut gebrauchen kann. Und zwar das hier von Mutti. Polpa, Datteltomaten in Stücken. Sehr, sehr, sehr cool. Wollte ich tatsächlich vorhin auch kaufen. War mir dann aber zu schwer, weil ich hatte nur die Tasche, ich hatte keinen Wagen. Weil ich wollte ja nur mal gucken, aber ja, aus nur mal gucken war dann die Tasche doch ziemlich voll. Genau. Freue ich mich, kann ich sehr, sehr, sehr gut gebrauchen. Das war's jetzt mit der Box. Hat sich sehr gelohnt, hat mich richtig drüber gefreut. Richtig coole Produkte. Genau. Und noch eine Story am Rande hat es gebracht. Genau, das war's. Ich werde alles in die Infobox setzen und verlinken. Da ist auch ein Rabattlink mit dabei. Könnt ihr mal gucken. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.